Das sieht nicht mehr so gut aus. Ah, ah. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich zocke mit euch The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2. Retribution, und Retribution heißt so viel wie Vergeltung. Ich kann euch zum Ende der Story von Teil 1 nicht sagen, weil ich das nicht durchgezockt habe. Leider. Wollte ich unbedingt nochmal nachholen, werde ich wahrscheinlich auch mal machen, wenn wieder Zeit ist. Ja, ich höre mich ein bisschen komisch an. Ich bin noch ziemlich erkältet. Mich hat eine Grippe erwischt. Und ja, dauert ein bisschen noch, bis ich dann wieder fit bin. Aber das Video, den Ersteindrucksvideo, wollte ich euch jetzt hier mal präsentieren auf jeden Fall. Ja, zum Startmenü sieht schon cool aus, muss ich sagen. Lass uns mal ganz kurz in die Optionen reingehen. Und ja, hier haben wir Möglichkeiten, Vignetten einzuschalten. Ich habe jetzt alles deaktiviert, ob wir sitzen oder spielen wollen, stehen wollen. Ob wir Links- oder Rechtshänder sind. Pause durch Halten aktivieren. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das ist. Halte die Pause gedrückt, um das Spiel zu unterbrechen. Achso, okay. Ne, alles gut. Vibration deaktivieren habe ich jetzt nicht aktiviert. Neigung ausgleichen, wenn wir wirklich Probleme haben mit der Waffe, dann kann man das hier den Winkel nochmal anpassen. Stimmeneinbindung werde ich jetzt deaktivieren, das heißt, wenn ich spreche, hören mich die Zombies auch und ja, würden demnach auch reagieren. Ist jetzt für so ein Gameplay nicht so ganz gut, von daher deaktiviere ich das. Ja, hier haben wir nochmal die Tastenbelegung, wir haben auch ein cooles Tutorial, muss ich sagen. Dann haben wir noch einen Drehmodus, den ich immer auf flüssig einstelle. Drehgeschwindigkeit machen wir mal auf 30%. Alles andere lasse ich erstmal so. Ja, hier haben wir nochmal die Audio-Möglichkeit. Musik stelle ich immer so ein bisschen runter. Untertitel aktivieren. Ja, da wir ja nur englische Sprachausgabe haben, ist es ganz sinnvoll für Deutsche, die nicht so gut Englisch können, das hier zu aktivieren. Lasse ich jetzt auch mal so. Und hier kann man alles deaktivieren, was man möchte an, ja, Display-Anblendungen lasse ich aber auch erstmal so. Das Spiel gibt es für 39,99 im Oculus Store, Metastore, sorry, ist noch immer irgendwie eingebrannt. 39,99 €, es ist die Standardversion. Dann gibt es eine Payback-Version, die kostet 49,99 €. Da sind ein paar digitale Items drin, werde ich unten auf jeden Fall mal in die Beschreibung packen. Und dann gibt es nochmal eine Version, da ist Chapter 1 und 2 enthalten und die kostet 59,99 € aktuell. Da steht irgendwie nochmal, dass es reduziert ist. Ich weiß nicht, ob das Standard bleibt. Ich glaube aber schon. Also habt ihr für 59,99 € zwei Top-Games und könnt direkt loslegen. Lohnt sich auf jeden Fall. So, ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich nehme jetzt intern mit der Quest auf. Es kann sein, dass der Sound nicht immer identisch bleibt. Also wenn ich mal schieße, dass es ein bisschen Verzögerung oder schneller passiert, kann mit der Questaufnahme leider passieren. Ich muss da noch ein bisschen mit rumspielen, um Erfahrungen sammeln, um das noch mal ein bisschen besser hinzukriegen. Aber ich wollte euch jetzt hier die interne Aufnahme gönnen, weil hier hat man auch die Möglichkeit, meine Kopfbewegung ne, sehr smooth zu machen, und das kann ich halt nicht, wenn ich das einfach zum PC streame, das Bild, da geht es nicht, und ja, gerade diese Funktion ist echt mega gut, finde ich. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Mit der Leclerc. Zehn Sekunden, nachdem der Boden eingestürzt ist. Spoiler für alle Leute, die Teil 1 noch nicht gespielt haben. La celebrité on the tip of everyone's tongue. If I'd have known you were gonna cause this much trouble, I'd have kept my mouth shut about the reserve. Maybe all those lives would have been spared. One thing is certain, though. Misery spread like wildfire, and your name was taken to blame. But what's done, it cannot be undone, no matter how badly you wish it could. You feeling okay, Taurus? Ja, klar. Eating up your brain? Got you seeing flames? Oh.
der böse Mann. Oh. What went down at the reserve? But that ain't nothing compared to the hell unleashed upon Old Town. Wonder if we'll ever know who kept them bells ringing for 3 days straight, riling up the horde into a frenzy so savage the living didn't stand a chance. But despite it all, the reserve being a bust, a madman laying waste to Old Town, the tower folks don't seem frazzled. Business as usual. The building even seems a few stories taller now that Mama finally slaughtered the reclaimed. Oh, yeah. And no one's heard boo from JB in a long while. Some say he's dead. I'm more fond of the taller tales that the devil slithered back to his warm and cozy domain. Of course, someone will always step out of the shadows and make themselves known when there are big shoes to fill, right? That vile hole in the ground was going to be the end of New Orleans. We have reaped what we sowed. All those lives wasted, and for what? None of the legends were true. Wonder how Mama's feeling about this noise coming out of the French Quarter. It's only gotta be a matter of time before the tower comes knocking on that preacher's door, right? Are you sure you want to get caught in the middle of that mess, tourist? Maybe you'd be better off, man. The X-Man. Der neue große Gegner. Der in Teil 2 Einzug gehalten hat. Supplies are getting scarcer by the second. The living getting more desperate. And the dead? Well, they just keep multiplying. Gonna take nothing short of a miracle to survive what's coming. Of course, you had some people talking like you were a miracle worker. But that's not how it's gone down, has it? I'd say wherever the tourist goes, death ain't far behind. Ja, ich freue mich schon auf die PC VR Version und die PS VR 2 Version, die nächstes Jahr erscheinen wird. Weil da erwarte ich mir noch ein bisschen, oh Gott, ein bisschen mehr Grafikpower. You got one or two of them miracles up your sleeve? Been saving them for the right occasion, maybe? She wants you to know something, tourist. That a darkness has swallowed you. There ain't no use in fighting it, she says. Just surrender. Let it devour you. You best be on your way home now, tourist. Let a dead man rest in peace. Oh yeah. Da ist er wieder, der Wackelkopf. One last thing before you go. A bit of advice from beyond the grave. In a time like this, where it seems like the only decisions worth a damn are the ones to save your own ass? Well, you best give that a second thought. Payback still exists, my friend. And payback is a whole lot more ornery than a rib-thin rabbit dog. Payback is an honest-to-God force of nature. Whoa. Ich dachte gerade, jetzt kommt er mal näher. You alive? So, da sind wir wieder. Up here, tourist. You need to stand up. Shit, that's a lot of blood. We gotta move.
Grab your flashlight. On your chest. Let's go. Left hand. Floor collapsed and swallowed you up. Dropped you like a fucking rock. Thought you were toast. Get your head clear. We gotta escape this hellhole. Place is swarming. Good. You snagged the blueprints. Can't believe what we went through to get those fucking things. Father Carter better be Hail Marying his ass off when we get back. Oh, fuck! You got company! Take this! We gotta get you up here and... Wait. What the fuck is that? I hear something. Shit! They're flooding in! Behind you! Oh, man. Run, tourist! Get the fuck out of here! Go! Oh Gott! Mann! Lass mich doch erstmal. Okay, aber hier lag noch Munition. Ja. So, was ich noch sagen wollte, das Game fast ganze 14 GB auf der Quest 2 ist natürlich eine Menge. Aber gut, große Spiele brauchen halt viel Platz. Jetzt schauen wir mal. Packen wir mal alles ein, ne? So, wenn wir was nehmen, wird uns auch eigentlich immer angezeigt, was es ist. Medizin. Uns geht's aber noch gut. Das war mal wieder die Wand. So. Genau, hier haben wir ein Tagebuch. Entkomme aus dem Hotel. Erklär mit den Blaupausen. Versuchen wir, ne? Das versuchen wir natürlich. Können wir auch einpacken, ne? So. Servietten. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir haben in dem Rucksack. Man muss natürlich viel sammeln, um Sachen zu craften. Ja. Das kommt aber wahrscheinlich erst später im Spiel. So, Toiletten ohne Türen sind auch immer beliebt, ne? Okay. Also zielen mit Kim McCoy geht auch sehr gut. Mach keinen Scheiß. Wir haben eine Hunger- und Energieanzeige auch. So, wenn die flackert, die Lampe, einfach nochmal schütteln. Ach du Scheiße. Oh. Warum habe ich es mir gedacht?
Glad to see you upright, tourist. No broken bones, not even a limp. Thank the Lord. Holland found you in the bushes unconscious and dragged you here. Looks like you had quite an exit from the hotel. You have good news to share, I hope? The good news is that I managed to make it out alive. The bad news... My friends are dead. I'm sorry. Thank you. What happened? Riley couldn't handle it. Froze up. Cowered in the corner when we had to keep moving. When we tried to get him up, he freaked. Started flailing around, knocked one of our grenades loose, and it blew. Collapsed the floor on us. Blew him to smithereens. Riley. Yes. I should have seen it coming. Boastful men rarely hold up under pressure. But they all knew the risk. And yet, they forged ahead. Brave souls. All of them. They died for a worthy cause. I regret that you were put in such danger. Don't sweat it. I know how to handle myself. We found the blueprints. But honestly, I don't know what good they're gonna do you. You'll never be able to clear that place. You need to rethink your plan. May I have the blueprints, please? Ja, dürftest du. That hotel will be our home. We've had a setback, yes, but the blueprints are valuable. It will help us plan our next effort. When the time is right, we will try again. Our faith will deliver us. Dieses riesige Hotel ist natürlich ein guter Standort, ne? From what I saw in there, it's gonna be a long wait. Patience is a virtue. True. But I ain't got any. We want what everyone wants. Belonging. Community. Peace of mind. After the disaster in Old Town, many of my people are living in constant fear. The rumors of a psychopath behind it all have them rattled, thinking everyone outside of my flock could be the perpetrator, an envoy of Satan himself. But the living must band together, not remain divided. And the hotel is our answer. Let's agree to disagree and move on. We got some business to discuss. Indeed we do. No. I read the Pawn King's proposal. It's ambitious, but sound. You could tell Sonny I accept, but with certain stipulations. Here, I've outlined them in this letter. Minor tweaks to the agreement that I think he'll find amenable. A trade network for those of us outside the tower walls could ease a lot of suffering. I'm all... Huh? About that? Now I'll finish. Ein Brief an Sonny. Pater Carter beschreibt die Änderungen und Verbesserungen, die er gerne den Abkommen zwischen den Verbanden und dem Pfandhaus vornehmen würde. Na, packen wir mal ein, ne? Was hat der denn am Fuß? A preacher with a dash of business savvy. Never thought I'd live to see the day. I'll give him your letter. My grandfather sold Bibles door to door. I know a bit about the hustle, tourist. Knowing Sonny, he's pacing behind that glass of his, wearing a groove into the floor, waiting for my response. Let him sweat it out for a bit. You clearly need to get some rest. Your weapons and gear are just outside the door. No offense, of course, just a precaution. God bless. Godspeed, tourist. Okay. Das hat er gerade gesprochen und der Mund hat sich gar nicht mehr bewegt. Also hinter irgendeiner Tür sind meine Sachen. Fackeln. Fackeln sind immer gut, oder? Die packen wir ein. Die packen wir ein. Auch wichtig für Leute, die gerne im Sitzen spielen. Man kann alles aus der Ferne ziehen. Okay. Kann ich mit der auch reden? Hi. Das ist der Revolver, den ich eben gefunden habe. Okay.
Ja, wie eben schon gesagt, ich freue mich riesig auf die PC-VR-Version oder PSVR-Version. Weil ich meine, man merkt natürlich, dass es ein Quest-Spiel ist. Ne? Nichtsdestotrotz, alles, was nah dran ist und so, sieht für die Quest ganz okay aus. Also da kann man echt nicht meckern. So, diese ganzen Sachen, auch wenn die wie Müll erscheinen, sind meistens ziemlich wertvoll, weil man die später benutzen kann, um andere Sachen zu craften. So war es auf jeden Fall in Teil 1. Ja, damit können wir uns verbinden. Müssen wir dann wirklich uns den Arm verbinden. Ja, mal runter. Du kannst die Gegend nun frei erkunden. Finde das nächste Boot, wenn du bereit bist. Okay. Guter Schuss. Dann lass uns mal erkunden ein bisschen. Und man muss auch wirklich fest zuschlagen, damit man auch wirklich den, ja, wie man so schön sagt, den Knochen durchtrennen kann oder durchbekommt. Ah, hier ist eine kaputte Waffe. Kann ich die auch direkt über die Schulter? Ja, genau. Das habe ich eben vermisst, dass das funktioniert hat. Guck mal, hier liegt überall, als ob hier überall Essen rumliegen würde. Genau, das ist ein, das ist mein Boot, was ich brauche. So, aber wir schauen uns trotzdem noch mal ein bisschen was um. Ich kann mal irgendwo noch looten oder so. Aber da werden wir wahrscheinlich nicht mehr rein können, oder? Doch. Warteminze. Oh. Voll, okay. Kann nichts mehr nehmen. So. Oh, das war nicht mehr gut scheinbar. Hier gibt es aber viel zu sehen. Klebstoff. So, leider muss man sich dann irgendwann entscheiden, was nimmt man mit, was nicht. Na komm, lass das Tablett mal hier. Zigarre, eine Limo-Flasche. Maximale Ausdauer, minus 10 Gesundheit. Ja, das haben wir eben auch erlebt, ne? Und hat natürlich auch viel Brauchbares, die Limo-Flasche. Oh, das ist natürlich, das Essen ist natürlich auch sehr wichtig, ne? Kommen Sie ja weg. Tut es sogar noch. Schraubendreher kann man auch als Waffe benutzen, sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Weil Waffen gehen kaputt und dann ist man irgendwann froh, wenn man wirklich noch eine Waffe hat, die benutzbar ist. Schachtel Rasierklingen. Au! Was ist mit dir los? Wir tauschen die gegen die Zigaretten ein. Hallo?
Okay. Die sind alle tot. Medizinisches Klebeband. Bindungen, Antiseptikum. Hm? Wir gehen jetzt nicht alle Sachen rein, ich will euch mal kurz zeigen, dass es hier noch ziemlich viel gibt zum Entdecken. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal kurz zum Boot, schauen uns die andere Gegend nochmal an, was uns da jetzt auf uns wartet. Soll auch wirklich nur ein Ersteindrucksvideo hier sein. Also wer Bock hat, kann hier richtig lange looten noch und wahrscheinlich auch noch ein paar Zombies erledigen. Ausdauer ist auch so eine Sache, das sehen wir auch, ne? Hier ist die Lunge und oh, man kann natürlich auch noch hier runter, aber lassen wir jetzt. Ich möchte euch natürlich ein bisschen was zeigen vom Game, deshalb gehen wir jetzt weiter. Hier ist unser Boot. Was auf die Karte? Ja, ich komme nicht drauf, oder? Ah, jetzt. Ah, okay. Hotel Eclair, die Ruhestätte. Da ist auch unser Bus. Und von da aus plant man alle, ja, alle Trips, die man macht. Da haben wir ein Inventar, da können wir alle Sachen reinpacken, die wir so gesammelt haben. Waffen craften. So, hier sind wir auch schon. Jetzt gehen wir mal zu unserem Bus. Der war irgendwo hier, glaube ich, ne? Hier um die Ecke war das. Heimkehr. Home sweet home. Hallo? Kanal. Check, check, check. So ein Piep, Piep, Piep. Oh, hier sind unsere ganzen Waffen. Na, wenn wir hier so was gesammelt haben. Ja, passt da gar nicht hin. Auch nicht, auch nicht. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. So. Kleine Überlebenskiste. Ja, das funktioniert nicht mehr. Was denn? Kaputte Revolver. Was haben wir hier? Hier können wir craften, oder? Maschinenpistole. Peng, peng, peng. Signalfackel. Signalfackel haben wir selber gefunden, ne?
das noch einpacken? Oh, hier haben wir eine Armbrust. Armbrust, einen Bogen. So, davon haben wir alles. Also wir konnten uns jetzt auch einen Revolver bauen, brauchen wir aber jetzt gerade gar nicht. Und die Sachen müssen wir alle noch freischalten. Nutria-Eintopf. Haben wir auch alles für. Machen wir das mal. Na guck. Jetzt sind die echten Nutrias. Diese Biber-Rattenart. So, Messer können wir uns auch bauen. Zack, ganz einfach. So, sind wir eigentlich schon mal ganz gut ausgestattet, würde ich sagen. So, hat ein bisschen Licht hier. Können wir die anmachen? Soll ich ein bisschen Romantik hier reinbringen? Das wohl nicht. UV-Taschenlampe zeigt den Weg. Das ist schon fast peinlich, dass ich die Flasche nicht finde. Weil ich auch nicht weiß, was sie meinen. Das sieht nicht mehr so gut aus. Was ist los? Hat nicht geklappt, ne? Hier gibt es nichts zu sehen. Haben wir wenigstens schon mal die Fackel gesehen? Macht doch ganz, ganz viel Lärm, das Ding, ne? Moos. Also immer klappt das nicht mit dem Rucksack.
Habe ich die Flasche vielleicht eben wirklich hier reingeballert? Kann natürlich sein. Aber das ist natürlich ein Bug, der nicht sein dürfte dann, ne? Warte darauf, dass Sonny, der Pfandkönig, die Öffnung seines Geschäftes über Funk ankündigt. Sonny. Jetzt haben wir nämlich was anderes, okay. Ja, ich würde gerne eine Flasche nehmen, aber gut. Ist nicht. Kann sein, dass ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehe, will ich gar nicht schön reden. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, welche Flasche die hier meinen und ob ich die vielleicht verschrottet habe. Das gucke ich mir gleich nochmal in der Videoaufnahme an. Ja, Leute, das war auf jeden Fall der Ersteindruck von The Walking Dead Retribution. Und ja, ich finde, guter Start. Ich bin gespannt, was da noch natürlich kommt. Ist natürlich erstmal so ein ganz kleiner Ersteindruck. Wie startet die Story hier? Wir sind von diesem Hotel Eclair ausgestartet, wo wahrscheinlich am Ende des Teil 1 der Boden eingebrochen ist und dann war Ende. Vermute ich mal, ich kann dazu nichts sagen. Und ja, wir von da aus starteten und jetzt sind wir wieder hier. Und von hier aus gehen halt die ganzen Missionen wieder weiter, wie ihr seht. Und wenn man jetzt einmal irgendwann weiß, wo diese Flasche ist, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, da wird es auch dann weitergehen, dann schläft man und dann kann man die neuen Missionen dann beginnen. Also ich muss sagen, Teil 1 hat mich schon direkt gefesselt. Warum ich den auch nie bis zum Ende gespielt habe, kann ich euch gar nicht sagen. Aber ist ein lohnenswertes Game, definitiv. Ich speziell bin dann lieber auf die PC-VR-Version oder PSVR-2-Version gespannt. Aber für alle Quest-Leute da draußen, super, dass die so ein Riesengame auf die Quest 2 bringen. Also mega. Und hier wird auch jeder Walking Dead-Fan oder Zombie-Fan seinen Spaß haben. Ja, Leute, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ja, euch hat das Video gefallen. Ich bin ein bisschen noch nicht ganz fit, wie ihr hört und seht. Ja, wird aber in den nächsten Tagen, Woche vielleicht noch besser und dann wird es auch wieder Videos geben, regelmäßig. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, ein Abo-Button bitte drücken, wäre echt nice. Und ja, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr von The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 haltet. Und ja, ich sag mal Dankeschön, bis dann. Tschüss.